Was geht? Ich bin so Rebecca, ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch und heute wird es ziemlich mysteriös und unerklärlich paranormal. Es geht um TikToks, die du dir definitiv nicht um 3 Uhr nachts reinziehen solltest, weil dann kriegst du Gänsehaut pur, da kannst du vielleicht gar nicht mehr schlafen. Auf jeden Fall sind manchen Leuten auf TikTok so seltsame Dinge passiert, die einfach nicht zu erklären sind. Die ziehen wir uns diesmal rein. Ich bin gespannt, was den Leuten alles passiert ist, was mich nicht schlafen lässt in Zukunft. Und bewaffnet euch am besten mit einer Decke, in der ihr euch einkuscheln könnt. So wie ich, als Oma. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr das auch ziemlich seltsam findet und ihr Gänsehaut bekommen habt. Und ihr vielleicht auch schon mal was Merkwürdiges erlebt habt, schreibt mir auch gerne eure Story in die Kommentare. Ich will jetzt aber nicht so viel labern, wir schauen uns das jetzt einfach an. Wusch. Okay, hier hat jemand seine Puppe aufgenommen in der Nacht und sie dabei erwischt, wie sich die Hand ein bisschen zusammengezogen hat. Okay. Leute, die bewegt sich echt. Habt ihr es gesehen? Wie soll sich bitte die Hand so zusammenziehen? Diese Puppe sieht auch nicht gerade freundlich aus. Ich mag nicht ohne Grund keine Puppen. No way. Leute, das... Wer macht da Sport? Ah, da ist niemand. Da ist auch nicht mal was drum. Da ist nichts oben, da ist nichts unten. Wie kann sich das bewegen? Ich meine, du musst doch Kraft aufwenden. Jetzt zum Teufel macht da mitten in der Nacht auf dem Teil Sport. Oh nee, bitte nicht auch noch Schaukel. Da sitzt wahrscheinlich irgendwie ein Kind neben dir auf dem Spielplatz, auf der Schaukel. Und ich weiß nicht, was da passiert ist, aber das ist echt creepy. Was macht er? Wie geht das? Okay, das sieht irgendwie komisch aus, aber was willst du deiner Mutter sagen? Ich gehe mal kurz raus und spiele mit dem Geist Badminton oder was? Okay. What the... Habt ihr diesen Geist gesehen? Da läuft einfach mal ein Schatten von der Person da lang. In der Nachbarschaft. Einfach so mitten in der Nacht. Vielleicht sah das verdammt echt aus. Okay. Was haben wir hier? Ein Parkplatz? Also, okay, die ganze Ecke. Iu! Wo ist er hin? Dieser Junge, der bereitet einen schlaflose Nächte. Leute, die Hand im Spiegel bewegt sich. Reality. What's beyond? Die Frage ist, wer guckt jetzt wen im Spiegel an? Oh, noch schon wieder so schwarz angezogen. Ah, ich fing an zu rennen. Oh, meine Hand fing auf das Auto zuzurennen. Das macht es nicht besser. Das ist so schlimm. Was zum Teufel macht er auf einer verlassenen Straße mitten in der Nacht? Hat er keine Hobbys? So, guys, I was trying to get in the shower, right? I hear stuff all up in my ceiling and I hear footsteps go all the way to over here. So I called my stepdad and I told him that I thought I heard someone in the attic and he told me to check. Okay, sie wollte duschen gehen, für alle, die es vielleicht nicht verstanden hatten. Sie hört komische Geräusche auf dem Dachboden, irgendwie Fußschritte und so weiter. Und dann hat sie ihren Stiefvater angerufen, der dann meinte, sie soll mal oben gucken. Was ist das für ein Stiefvater, Mann? Sie ruft schon ihren Stiefvater an, weil sie Hilfe braucht. Und der sagt, oh ja, guck mal selber. Okay, aber auf jeden Fall hat sie geschaut. Alright, guys. It's time. Oh, ich hasse so einen Dachboden, Alter. Der ist ja verbunden mit dem Haus. Und ausgebauter Dachboden, so viel besser. Oh mein Gott. Da ist ein Schlafplatz. Da lag eine Decke oder sowas mit Snacks. Ein Kissen! Hello? Aber wisst ihr was, Leute? Das ist nicht so unrealistisch, dass da plötzlich irgendwo im Keller oder auf dem Dachboden ein Schlafplatz ist. Ich habe schon mal einen Film geguckt und das war nach wahren Begebenheiten, wo jemand im Haus die ganze Zeit mitwohnte. Und die haben am Ende des Films gesagt, dass es in den USA richtig oft vorkommt, dass irgendwie unbemerkt Leute im Haus mitwohnen. Okay, die haben irgendwas gefunden, was sich in so einem Plastiksack bewegt und die wollten jetzt nachschauen, was es ist. Okay, ich dreh durch. Da traut sich was. Oh mein Gott, das bewegt sich! Where'd it go? No! Was ist das? It's...
dir. Oh mein Gott, ich hätte genauso sehr geschrien. Also wenn auch so eine Maus irgendwo plötzlich rauskommt. Ich finde die ja süß und so. Aber Leute, wenn du damit null rechnest und da kommt plötzlich aus dem Nichts so eine Ratte raus oder so eine Maus. Oh, du erschreckst dich und du kriegst Angst. Oh, Gänsehaut. Okay, guys, so Kristen just went down to do laundry. Said that there was something going on down there. It was really cold. She thinks there's a window open, so we're gonna go check it out. Okay, sie wollte Wäsche waschen und hat bemerkt, dass da irgendwas unten ist. Das Fenster war offen. Laundry. Sure enough, window's open. I don't really go back here because this is where all the trash is, but... Oh my gosh. Yo! Leute, da ist ein Schlafplatz wieder! Ich hab's ja gesagt! Oh mein Gott, Keller macht mir nicht ohne Grund Angst. Die haben dort eine Nachricht hinterlassen mit Geld, falls er wiederkommen sollte. What? Also ich meine, ist zwar nett, weil irgendjemand halt, wie gesagt, da vielleicht Obdach sucht, aber du weißt ja gar nicht, was er für Absichten hat. Willst du wirklich abwarten, bis er wieder reinkommt? Um 2 Uhr nachts kommt dieser Mann rein. Die haben das aufgenommen. Jo, da kommt wirklich jemand rein. Hat alles mitgenommen und sich dazu entschieden abzuhauen. Aber meinte, der kommt nicht nochmal zurück? Ich weiß ja nicht. Ich habe etwas super komisches beim Babysitten entdeckt. DVD? Okay, das sieht jetzt nicht gerade merkwürdig aus. Warte, was stand da? Willst du einen Geist sehen? Auf jeden Fall legt sie es ein zu Hause anscheinend. Was anscheinend entdeckt. Auf jeden Fall hat sie rangezoomt und das ganze Video verlangsamt. Okay, ich bin gespannt. Der Hund guckt schon so komisch. Also, irgendwas passiert. Jo. Habt ihr das gesehen? Da war irgendjemand. Ich sag's euch. Tiere nehmen Sachen sowas von mehr wahr als Menschen. Und wenn die schon irgendwo merkwürdig da hingucken, dann ist da auch irgendwas. Dieses Gerät selbstständig bewegen. Leute, das sitzt niemand. Wie geht das? Dass es einfach mitten in der Nacht durch die Gegend brettert und da ist keiner. Sie war in der Umkleide und sie konnte nicht glauben, was sie da sieht. Ein rotes Licht. Eine Kamera. Ey Leute, ihr habt das doch auch gesehen, oder? Ich habe letztens erst auch einen Film gesehen, da konnte jemand einen durch den Spiegel beobachten und die andere Person dahinter hat nichts mitbekommen. Ich glaube, ich werde jetzt immer auf den Spiegel achten. Ich weiß, es ist normalerweise gar nicht erlaubt, aber trotzdem, ich meine, da doch bestimmt auch nicht. Ich dachte, ich hörte Fußschritte und dann sah es so aus, als würde jemand neben mir sitzen. Okay. Leute, das bewegt sich. Doch, das sieht wirklich so aus, würde jemand daneben sitzen. Boah, geh weg, Alter! Social Distancing, bitte! Okay, irgendwie hat sie wohl einen Geist bei sich zu Hause. Sie geht davon aus, dass es ein Kind ist und Steven heißt. Und das passiert bei ihr. Seht ihr das? Dieser Ballon bewegt sich. Here you go, everyone. No visual effects, no audio, just straight video. Send it down, Steven. Send it back. There we go. Leute, da ist was wirklich im Fenster. Seht ihr das? Ihr müsst ganz genau hinschauen. Dankeschön, Geist. Can you shut the door? Kannst du die Tür bitte zumachen? I'm really lazy. Yo! Thank you. Als hätte jemand von innen die Tür verschlossen. Nicht von außen, sondern von innen. Also in deinem Zimmer. Ey Mädel, ich würde durchdrehen. Ich würde da ausziehen. Ne? Also ich würde mir nicht die Türen auf und zu machen lassen. Der will bestimmt irgendwann eine Gegenleistung. Und die ist bestimmt nicht so nett.
Stop. She's right there. She's right there. Hey, what's up, girl? Can you, there's two of them. Hey, can you make a face if you're right there? Can you say yes? Like, stick your tongue out? Stick your tongues out if you can see me. Do it, babe. Yo, there's two of them. Oh my God, habt ihr es gesehen? Sie hat gesagt, könntet ihr bitte die Zunge rausstrecken, wenn ihr da seid? Das hat der Filter gemacht. Ich meine, wie geht das? Ich glaube, wir haben heute genug gesehen. Was fandet ihr am merkwürdigsten? Wo habt ihr so richtig Gänsehaut bekommen? Also ich bekomme Gänsehaut, sobald sich irgendwas von selbst bewegt. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so doll lieb. Bye!